Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls Remastered. Heute wollen wir die Drachenschlucht weiter erkunden. Denn wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge den Drachen, der uns den Weg versperrt hat, besiegt. Zieht's euch auf jeden Fall rein. War definitiv spannend. Nicht? Wir werden auf jeden Fall sterben, glaube ich. Deswegen schicke ich den Fahrstuhl direkt wieder nach oben. Wir können auf die Ruinen von Neulondo gucken. Ich glaube, das ist auch ein Storygebiet. Also Story ist ja, Storygebiet kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Schon, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ich glaube, ins Drachental hier kommen wir auch irgendwann nochmal storybedingt, aber... Ich meine... Wir können hier ja auch nur hin, weil wir den Generalschlüssel genommen haben. Und da hinten gibt es ein Tor. Ich hoffe, dass nicht noch so ein Drache da ist. Ich meine, ich habe noch 400 Pfeile, weil ich mir auch neue gekauft habe zwischendurch. Ja, ich habe auf Camseelen gefarmt und sie auch benutzt. Okay, ich glaube, mit dem müssen wir uns rumschlagen, schätze ich. Ich hau einfach mal ab. Tschüss! Hallo! Vielleicht doch mein Schild benutzen. Ich
geschafft hat. Im Nahkampf sind die Armbrusttypis ja kein Problem. Leben voll, alles voll, Geil voll. Ich überlege gerade. Gut, dann erst dich töten. Das ist gerade plötzlich so laut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Ausrüstung. Wir brauchen die Keule für den Taurus-Dämon. Und wir nehmen einfach mal die Banditenrüstung. Schätze ich. Okay, ich glaube, wir haben nicht genug. Dings. Ach, ganz ehrlich. Nee, hier. Ablegen. Keine Rüstung. Das falsch an. Ja, ich spiele das definitiv falsch an. Sonst habe ich das doch immer geschafft. Wo ist denn jetzt mein Problem? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Okay, die Bombenschmeißer, das ist offensichtlich, aber große Glut. Zu Waffen erforderlich Glut, eine große Glut von hoher Qualität. Was? Ihr da hinten schmeißt schon. Aha.
So, jetzt muss ich hier über Stangen reinkommen. Okay, das hat irgendwie halbwegs funktioniert. Du bist so ein Speertyp. Ja, dich mache ich zweihändig. So, und dich mache ich auch direkt zweihändig. Dann gönne ich mir noch deinen Höllensoldatenhelm. Deinen Schaden, dein Langschwert. So, jetzt habe ich noch ganze 6 Flakons. Wäre auf jeden Fall nicht schön, wenn es noch weniger werden. So. Und jetzt habe ich aus anonymen Quellen, die ich nicht verraten will, nein, es ist nicht das Internet, gehört, dass ich hier einen Sprungangriff machen muss. Und da das irgendwie nur mit einer Keule möglich ist, fragt mich nicht, wieso es ist so. Okay. Mit 4 Flakons, das ist nicht gut. So, jetzt sprinten, 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 was das Zeug hält. Aua! Schön zweihändig halten und... Ah, schade, schade, schade. Egal, jetzt krieg ich ihn, jetzt krieg ich ihn. Komm, noch ein Schlag, noch ein Schlag, hau drauf. Hau drauf. Hau verdammte Scheiße noch mal drauf. Und wir haben ihn besiegt. Ihr habt gesiegt. Krieg ich keine Seelen? Ach doch, 3000. Okay. Bitte gib mir einfach einen Bonfire. Gib mir einen Bonfire.
Das gefällt mir hier irgendwie nicht. Ist der lieb? Der sieht lieb aus. Ich kenne dich doch. Bist du so leer? Hallo? The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with horrors, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Yeah, you didn't break it. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old fading in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Okay. Ich lese mir mal ein paar Nachrichten hier durch. Pass auf, Freude. Oh, hello there. Nee, nee, nee. Hello there. Gelobt sei die Sonne, ja. Praise the sun. Nee, muss ich jetzt gegen die da hinten noch kämpfen? Okay, das sind alles nur solche Schwerter. Oh Gott! Okay, kurzer Cut jetzt. Jetzt bin ich hier jetzt für die... Oh.
Mann! Hier oben muss jetzt ein Bonfire sein, schnell! Bonfire, bitte? Immer noch nicht. Dann werde ich jetzt wohl sterben müssen. Oh Gott! Hä? Habe ich den nicht getötet? Das wird jetzt eklig. Von hier bis ganz dahin laufen. Ich meine, ich muss jetzt nicht nochmal den Taurus-Dämon besiegen. Was mir schon ein paar Flakons erspart. Aber wenn ich jetzt halt sterbe, dann sind fast 6000 Seelen weg. Deswegen sollte ich die Axt zweihändig nehmen und schnell alles töten. Ist doch herrlich, oder? Hat irgendwie hier gerade sehr gut funktioniert. Ich habe keinen einzigen Ring. Außer den Ring der Opferung. Und der ist nicht so. Für dich hier oben sollte ich doch ein Schild erheben. Woher auch immer du kamst. Wisst ihr was? Ich mach das hier jetzt schnell. Irgendwie war das nicht so schlau. Verrecken! Hier einfach ohne Plan reinzulaufen. Einfach verrecken! Und 6000 Seelen sind weg. Die ganzen guten Sachen, aber naja! Taurus-Dämon besiegt!